Hi Leute, willkommen zu diesem Video. Ich zeige euch mal, mit welchem Equipment ich meine Spiegelreflexkamera ausstatte und wie ich filme. Los geht's! Das ist mein erstes Objektiv, das ich bei der Spiegelreflexkamera eigentlich hauptsächlich verwende. Das habe ich mir als zweites Objektiv dazu gekauft, um einfach noch ein etwas größeres zu haben, wie ihr schon hier seht. Das Ganze kann man bis zu 200 mm ausfahren, beginnt bei 55. Und das hier ist das etwas kleinere, das ich bereits beim Kauf der Spiegelreflexkamera mit dabei hatte. Die ist, oder das geht von 18 bis 55 mm, also das Standardobjektiv, das bei der Spiegelreflexkamera mit dabei ist. Das ist eine klassische Sonnenblende, die auf jedes Objektiv draufpasst. Ist eine Universalblende, verwende ich eigentlich nur draußen. Und das hier ist das erste Mikrofon, das ich für meine Spiegelreflexkamera gekauft habe, von der Firma Boya. Hat keinen so extrem geilen Sound, aber war für die Anfänge ganz okay. Und das hier habe ich mir dann danach gekauft, das Mikrofon von Rode. Hat natürlich einen viel, viel geileren Sound, einen viel klareren Sound und ist eigentlich nur weiter zu empfehlen. Ja, man mag es kaum glauben, für meine Legria habe ich von meiner Freundin diesen Selfie-Stick bekommen. Das Geile ist, der hat Bluetooth-Unterstützung, heißt, man kann die Legria damit verbinden und auch kabellos dann sozusagen per Knopfdruck die Aufnahme starten. Geht aber auch bei einem Handy zum Beispiel. Und das hier ist ein klassischer Handyständer sozusagen. Man kann da sein Handy reinklicken oben und das dann aufstellen. Ist mega praktisch zum One-Taker-Filmen. Und das hier ist ein Spiegelreflexkamera-Griff, einfach um ein bisschen mehr Stabilität in die Sache reinzubekommen. Yo, das war mein Equipment, mit dem ich filme. In den Vlogs, in den One-Taker, aber auch mal jetzt hier genau dieses Video, wo ich einfach mein Filmequipment mit abfilme. Das Ganze ist für meine Spiegelreflexkamera, da habe ich die Nikon D5100. Ist eine Einsteigerkamera, die ich aber persönlich auch als, sage ich mal, fortgeschrittener weiterempfehlen kann, weil sie einfach sehr viele Einstellungsmöglichkeiten bietet und eigentlich auch das tut, was sie tun soll, nämlich professionelle Fotos und auch professionelle Videos aufnehmen. Wenn ihr euch also überlegt, eine Spiegelreflexkamera zuzulegen, dann würde ich die Nikon D5100 empfehlen. Es gibt natürlich auch viele, viele weitere Modelle, die jetzt in den letzten Jahren rausgekommen sind. Da könnte man sich natürlich auch mal umschauen, aber die Nikon D5100 ist eigentlich in der unteren Preiskategorie eine der, sage ich mal, zu meiner Empfehlungen der besten. Jetzt habt ihr mal gesehen, was ich alles benötige, um Videos zu produzieren, also diese One-Taker oder auch manche Vlogs. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, euer Iso. Ciao.